meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Postkalationskanal. Ihr wisst Bescheid, wir reagieren zu Mengs 48 Studio Bars. Nice. Nice, richtig böser Beat schon mal. Boah. 48 Bars. Digga, das Lachen fühle ich, Alter. Yeah! Ich schrieb die ersten Texte auf nem 0815 Standardblock und hörte Beats auf Repeat über nem Discman mit Anti-Schock und Wackler, Mann, mach Knopf. Alter, er rappt einfach Discman, Alter. Bruder, ganz alte Zeiten, Alter. Feier ich. Standardblock und hörte Beats auf Repeat über nem Discman mit Anti-Schock und Wackler, Mann, mach Knopf. Die Headphones waren scheiße, doch ich war happy, denn wir konnten uns nichts Besseres leisten. Ich griff zum Stift, hab formuliert, was täglich so passiert. Lass meine Seele reflektieren, als würde ich gehen und meditieren. Das Ja, ist Hip-Hop so. Die habe ich auch schon immer gesagt, die ist von unten nach oben so. Du hörst irgendwie Musik, irgendwie das, was du dir gerade leisten kannst. Digga, Hauptsache Musik, Alter. Stell dir mal vor, ohne Musik, Alter. Digga, muss man auch mal sehen, ne? Auch mal mit, überhaupt mit Dingen zufrieden sein. Das ist auch ganz schwer für viele Leute. ist mein Lebenselixier, bevor mein Schädel explodiert. Mit dem Kopf durch die Wand, denn alle Wege sind blockiert. Macherprinzip, es muss dem Namen gerecht werden. Das ist mehr als nur ein paar von meinen Rap-Versen. Weit weg von euren Skalas und Messwerten. Ja, nice, nice. Es ist purer Rap, ne? Feier ich. Können ruhig mehr als 48 Bars sein. Es muss dem Namen gerecht werden. Das ist mehr als nur ein paar von meinen Rap-Versen. Weit weg von euren Skalas und Messwerten. Immer auf dem Punkt, es gibt keinen Part, den ich wegwerfe. Das ist mehr als bekifft auf. Immer auf dem Punkt, es gibt keinen Part, den ich wegschmeiße. So nach dem Motto, jeder Part ist wirklich 100% und jeder Part ist wirklich ganz stark. Und ich schreibe den nicht 0815 ein paar Minuten durch, so weißt du, und habe dann 50 Songs noch auf dem Rechner. Ja, ist nice. Auf dem Sofa zu hocken und Texte total besoffen, Strophen von Koks und Klamotten. Show, das ist mehr als ein paar Nobelkarossen. Das ist Ehrensache, Mann, ich hab es Opa versprochen. Du hast mein erstes Mic gekauft und meine Augen sind vor Glück erstrahlt. Und ich hab voller Stolz jeden Cent zurückbezahlt und nie mehr aufge. Das war jetzt so an den Opa, ne, mit dem Mic und so. Sehr, sehr nice, Alter. Feier ich übertrieben auch, das nochmal zu erwähnen. Und wie erwähnt, mit dem ersten Mic, mit diesen Augen im Strahlen, feier ich komplett, Alter. Freue mich auch echt, dass ich auf ihn gestoßen bin, muss ich sagen. Ins Mikrofon zu spitten, denn ich möchte diese Werte sehr gern der nächsten Generation vermitteln. Und Rap von Licht, das sich im Engpass begleitet, kennt für Ja, sorry, ist auch Bosdrück, aber auch wichtig mit den Werten, so auch, dass diese Rapper immer weiter bestehen. So klar gibt es viel Mainstream, aber davon muss es immer viel geben. Dafür, das ist halt Hip-Hop, das ist Rap. Ich möchte diese Werte sehr gern der nächsten Generation vermitteln. Und Rap von Licht, das sich im Engpass begleitet, kennt für Malocher, die dennoch von Existenz angezeichnet sind. Teammacher, reicht euch gegenseitig Hände und teilt das Ding, weil es sich schon lohnt, wenn es nur einen Menschen hier weiterbringt. Formen Negativität hin zu positiv. Ja, dafür macht man ja auch irgendwie Musik, ne? Also klar, du willst Geld machen und so und alles, willst nach vorne kommen, aber warum willst du Musik rausbringen, ne? Außer wegen dem Geld. Die Frage muss man sich natürlich als Musiker auch immer stellen. Ich verteile Red Pills, als würde ich Drogendealer sein. 100.000 Geschlechter gefangen im selben Hamsterlaufrad. Okay, Mengs identifiziert sich ja Mike als Kampfhubschrauber in einer Zeit voller Depression. Auch mega starke Energie, feier ich. Das ganze Ding sehr stark. Schade, dass es nicht so lange geht. Suizidgedanken kleben sich Dullis vor die Notaufnahme an Klinikzocken. Kämpfen gegen den Klimawandel mit Energiesparlampen. Lassen Stadien bunt leuchten, doch du sollst kein Benzin mehr tanken. Denn in einem Land voller bespuckter Moral sind Kollateralschäden nur passiv suboptimal. Denn egal ob Lebensmittel oder Waffenindustrie, Industrie bin. Ja, er tut auch sehr sozialkritische Sachen immer ansprechen, finde ich auch nice. So, klar, denkt man hat da nicht immer Bock drauf, aber am Ende muss es auch angesprochen werden und so soll die Leute auch zum Nachdenken bringen und das finde ich nice. Schäden nur passiv suboptimal. Denn egal ob Lebensmittel oder Waffenindustrie, Industrie beinhaltet, es geht um massenhaft Profit und das mindert die Qualität. Schau doch hin, es kann jeder sehen, Menschen fressen nur Scheiße und Lichter blinken am EKG. Besser finde und geh deinen Weg. Ob Denker oder Kämpfer, zu viele schauen weg, wenn sie schlimme Probleme sehen. Pack's an, nicht viel, was du nicht selbst schaffen kannst. Brauchst du zum Glücklich sein, nicht viel oder viel Geld auf der Bank. Brauchst du um. Ja, nice. It's the real talk des Todes, was soll ich jetzt sagen? Zu helfen, erst ein Heldengewand. Oder weißt du selbst, wie es ist und reißt eine helfende Hand. Deshalb will ich ehrliche Musik von Herzen, die in schlechten Zeiten über Wasser hält wie ein Rettungsreifen. Ja, sehr, das, genau das meine ich.
Da musst du dich halt entscheiden, was du mit deiner Musik erreichen willst, außer halt Geld zu verdienen. Und ich kann eine Form der Kraft daraus ziehen. Deshalb habe ich mein Mindset verpackt auf EPs. Macherprinzip. Ja, 24.03. Macherprinzip EP kommt langsam und ja. Und Digga, nice. Ich freue mich auf neue Singles. Auf jeden Fall auf die EP. Checken wir auf jeden Fall ab. Ja, schreibt mir eure Meinung zu Manx natürlich gerne in die Kommentare. Wenn du Rap so verhalt wie ich, abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich bin raus, meine Freunde.